Leute, zwei Sachen. Einmal Raspberry Pi meiner mit USB-Stecker da dran. Dann habe ich die Stromkabel verlängert und an den Bitcoin Miner noch dran, weil der über den USB-Hub wohl zu wenig Strom kriegt. Also dickere Kabel hier, die 5 Volt, einfach weitergeleitet auf den da. Und dann noch einen Miner, den ich mit Lüfter kühlen muss, weil das sonst etwas sehr warm wird. Also ich kühle ihn schon mal lieber mit Lüfter als mit einem großen Kühlblech, weil er da wirklich eiskalt bleibt. Luftstrom umgeleitet, alles mit Klebeband noch sehr provisorisch. Ja. Und ein Android-Handy, bei dem Bluetooth an ist und Bluetooth-Tethering an ist. Menü, Systemeinstellungen. Ups. Genau, Bluetooth ist an und bei mir Tethering mobile Hotspot, da habe ich Bluetooth-Tethering ein. Okay. Dann gebe ich dem jetzt mal Strom, den Raspberry Pi, stecke ihn an 5 Volt an und in der Zeit gucke ich, was Hans mir für ein Paket geschickt hat. Okay, der Raspberry Pi fährt hoch. Der pairt sich automatisch mit dem Handy. Beim ersten Pairen muss man den PIN am Handy eingeben, aber dann geht alles komplett automatisch. Ohne Nachfrage, ohne alles. Geht komplett von selbst und er fängt auch komplett von selbst zu meinen an. So, jetzt Paket von Hans. Hat Hans mir alles geschickt. Einmal eine Platine. Ups, da ist alles etwas verzwickt. Da ist der TL494 drauf. Etwas Chaos, ob ich da durchblicke. Ob ich da durchblicke, ist eine gute Frage. Das sollte ich irgendwie ja reparieren, den Sender. Und das würde sehr, sehr, sehr schwer werden, denke ich. Das neu aufzubauen wird, denke ich, einfacher. Schöne Spule zwar, MOSFET, Kühlblech, alles ganz schön. Nur etwas sehr Chaos. Also das muss ich wirklich komplett überarbeiten. Okay, dazu ein Kabel mit Klinken, Steckerbuchse. Okay. Was noch drin ist, wenn ich den Sender rausbekomme. Okay. Ein Papier, wunderschönes Papier. Oh. Viel Papier, Zeitung, ist da noch was drin? Hoffe nicht. Dann, das ist magnetisch, Magnete und ich glaube, das ist von einem Lüfter. Da hat ja 4 Pin, ist ein, denke ich mal, ein IC oder so. Ein Balkon, noch ein 3-Pin-Teil, da ist ein Halgeber drin und so, und Spulen. Okay, dann weiter, eine Platine, was ist das für eine Platine? AM, M-Wolf für Motor, und hier ist eine Motorsteuerung, eine Motorregelung oder sowas. LUEW. Ich schätze mal, es ist irgendeine Motorregelung oder eine PWM-Motorsteuerung oder sowas. Der IC ist ein, es ist so ein NE555 oder so. Ups, kann ich nicht lesen. Ne, IC kann ich nicht lesen. Ich glaube, ihr könnt die Bezeichnung auch nicht lesen, was das für ein IC ist. ISM. Weiß nicht, was es für ein IC ist, muss ich fragen. Dann. Relais, 12 Volt, 30 Ampere, 20 Ampere, wow, 12 Volt Relais und noch ein 12 Volt Relais, zwei 12 Volt Relais, dann was ist das, auch eine Spule, eine Luftspule, okay, und dann weiter, ein Piezo-Ding mit Transistoren. Hast du was wie die Hupe oder die das auf Resonanzfrequenz betreibt? Wow, muss ich gucken und fragen, wie man das ansteuert. So, und ich glaube, das war schon Papier. Nochmal Papier, nicht dass ich das übersehen habe. Und nochmal Papier. Ist da noch irgendwo was drin? Schaut nicht so aus, scheint nicht so. Kann ich auch mal so vorne glauben. Das Papier da rein. Sachen wieder rein, Relais, Spule, dann hier, das ist interessant, da
dann hier, das weiß ich nicht genau, was es ist. Ich denke, meine Muttersteuerung, ein Motor, eine Leuchtdiode. Und das hier, das wird das Schwierigste, denke ich. Ja, okay. Dann mal schauen, wie weit der ist. Und die arbeiten eigentlich schon. Jetzt mal gucken am Handy. Ah, da blinkt es auch, wenn das Handy mal scharf stellen würde. Darauf kann sie scharf stellen, so ist sie da auch scharf, da blinkt es schon. Hier dürfte es auch blinken. Dann Handy entsperren. So, das Handy habe ich auch neu gemacht, neue Android-Version drauf und so. Okay, dann brauche ich SSH-Programm. Connecten kann ich auf die IP-Adresse, die in der BTSH festgelegt wurde. Kann ich mit SSH drauf connecten. Connecting, genau, er connected. Also die Verbindung aufbauen und so, das klappt jetzt wunderbar. Das Peering klappt auch. Da bin ich echt froh. Das war echt langwierig, das hinzubekommen. So, okay. Dann bin ich drin und dann Screen. Ups. Screen-R, genau, Screen-R und Enter. Und da sehe ich schon, dass er schön am meinen ist, dass er oben schon hier mit 2,23 GHz ist und unten mit 366. Der ist auch Timing Long, das heißt, die GHz und so, die steigen erst noch, die muss ich erst eintimen. Ah, seit 4 Minuten läuft er und meint. Ja, nach 4 Minuten hat er schon 54 akzeptiert, die oben und 55 und 8 unten. Ja, schön zuzuschauen, wie er Bitcoins macht. Ja, immer wenn der Pool disconnected, beziehungsweise wenn der Pool einen neuen Block entdeckt, dann gibt es oft so Stahlwerk. Hardwarefehler haben beide nicht. Aber ich komme auf so knapp 3 GHz. Jetzt, wenn der sich ja, eingependelt hat, hier wieder. Detected New Block und dann wird ein Block oft als Stahlwerk abgestandenes ja, zurückgewiesen. Rejected, genau. Aber so schaut es gut aus. Das meint, der bleibt kalt. Den auch. Also erstmal danke Hans für das Paket und bei dem Sender, da muss ich gucken, da gucke ich aber später erst. Und das hier, das kann ich jetzt bis in alle Ewigkeit so weiterlaufen lassen. Ja, das Handy, das stecke ich dann noch daran. Danke auch an den, der mir den Tipp gegeben hat, in den Einstellungen, Systemeinstellungen und dann muss ich zu den Entwickleroptionen und da habe ich drin aktiv lassen. Hier, Display wird beim Laden nie in Ruhezustand versetzt. Ich kann deswegen das Handy schon durch den Druck da oben ausschalten, das Display. Aber das Handy bleibt online und Bluetooth-Verbindung bleibt online. Es braucht kaum Strom und wenn es am Ladegerät hängt, läuft es ewig. Habe ich getestet, also echt danke. Der meiner, die braucht nur ein paar Byte, dafür reicht die Netzclub-SIM-Karte aus. Und ja, okay, das war's dann mal wieder. Nur ein Zwischenbericht. Und von der SD-Karte muss ich unbedingt mal eine Image-Datei machen. Also ich muss die Partition verkleinern, weil es ist eine 16 GB Karte. Das heißt, es passt dann nur auf 16 GB SD-Karten und Größe drauf. Die Partition verkleinern und dann Image machen und ein kleines Image machen, das auf kleineren SD-Karten auch läuft. Dann kann ich das auch irgendwo hochladen und mal den anderen zur Verfügung stellen. Das Linux mitsamt allen USB-Treibern, Bluetooth-Treibern und. Also es dürfte so gut wie jeder Miner dran laufen, es dürfte so gut wie jeder Bluetooth-Stick dran laufen und es dürfte mit jedem Handy klappen oder mit jedem Android ab 4.1 oder so, das Bluetooth-Tethering hat. Damit braucht die ganze Sache dann wirklich nicht viel Strom. Okay.